Hallihallo und herzlich willkommen bei Let's Play Need for Speed Most Wanted. Oh Gott, ich brauche unbedingt eine Therapie, weil solche Anfang ein Intros kannst du echt nicht bringen, oder? Oh, schlimm ist das mit mir, ja. Schlimm, sage ich euch. Ich sage euch, ja. Schlimm. Aber dieses Auto ist nicht schlimm. Das ist geil. Fuck yeah. Ja, erstmal nochmal jetzt gescheit Hallihallo und willkommen zu einer neuen Let's Play Aufnahmesession bei Need for Speed Most Wanted. Dem Original mit Hodengriffscreme. Ich frage mich eigentlich, ob es auch eine Fälschung gibt, aber ach ja. Glaube ich jetzt mal eher weniger. Oh, es hört sich halt lustig an. Und diesen verfickten Porsche will ich unbedingt haben. Denn der begleitet uns bis zum Lamborghini, sage ich euch. Ohne den bin ich aufgeschmissen. Abbringen war vielleicht keine ganz gute Idee, aber naja. Okay. Bitte, bitte nicht unten zu, weil sonst... Ah, es ist unten zu gut. Dann passt das sie. Da bin ich nämlich schon manchmal eiskalt fatzvoll gegen das Ding gefahren. Weil ich mir jetzt gar nicht sicher bin, ob das jetzt besser war. Sage ich jetzt schon mal, das Drag-Rennen später werden wir ein paar Mal fahren werden, müssen, tun, sollen. Weil Tracks, da muss man immer erst so Stück für Stück sich vorarbeiten, finde ich. Solange er mich jetzt nicht wieder auf die letzten 500 Metern überholt, darf er mir gern wieder nahe herkommen. Aber du musst hinten bleiben. Das ist die only Bedingung, die I have. Links, rechts, links, rechts. Ich konnte mich nicht entscheiden, das war das Problem. Mein links ist zwar kürzer, aber wenn Geisterfahrer und so. Ja, passt ganz gut. Und jetzt ein Drag, das wir aber mit ziemlicher Sicherheit ein paar Mal probieren werden müssen. Ach, das Ding. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich habe mit dem Laster ungute Erfahrung. Verdammt, ist der schnell. Ich hätte da nicht falsch schalten dürfen. Das ist dann hier, ja, hier in der Mitte oder rechts, das passt dann schon. Autsch. Okay, Neustart. Ja. So. Fuck.
Ja, ey, was war denn das schon wieder für eine Scheiße? Vorher bin ich doch da auch ohne weiteres durchgefahren. Scheißteil da. So, dann schauen wir mal. Ob diesmal alles glatt läuft. Yo, da haben wir eh schon gewonnen. Yeah, baby. So. Jetzt kommt's wieder darauf an. Bitte lass es da sein, weil sonst habe ich keine Ahnung, wo es sein soll. Yes! Baby! Fuck yeah! Wir haben bis jetzt nur ein Auto nicht bekommen und das war es vom 12er. Aber wir haben zum... Achso, ja, das habe ich ja schon. So, sollen wir mal sowas nehmen hier vielleicht? Nee, ich bin eh... Obwohl, wenn wir dann wieder so ein scheiß Knastteil bekommen. Aber es ist halt die Möglichkeit auf Kohle, gell? Und Kohle brauchen wir den Namen. Mens. Da weiß man halt nie so, gell? Also wenn dann eh nur das oder ein Ausruf, also ein Fragezeichen. Ach, scheiß drauf. Na, Tuppel. Nummer 9, ich glaube Ronnie, oder? Ja, egal. Dann ist es halt der, ja, Mitsubishi Lancer Evolution. Hau mich tot, 8, glaube ich. Sprintrennen ist seine Stärke, ja. So sieht er aus, mit dem Hut fährt er. Ich dachte, nur alte Männer fahren mit Hut, die dann mit einem 600.000 Dollar Mercedes... Oder wie war es? 60.000 Dollar Mercedes. Irgendwie 40 auf der Autobahn fahren. Naja, schauen wir mal, was sein Lebenslauf so sagt, ob wir ihn einstellen können. Dieser Typ stammt aus der Lower East Side von Rockport. Okay. Macht heute allerdings die Küste unsicher. Er steht auf Importwagen und setzt alles daran, mal groß rauszukommen. Nee. Lebenslauf scheiße. Noten sind scheiße, also den nehmen wir nicht an. Schauen wir mal, wie sein Fahrstil ist. Jetzt nichts Besonderes, aber ja, fahren wir halt mal gegen den. Mia, Top 10, ich weiß, dass du mich liebst. Du hast die Top 10 geknackt. Ich wusste nicht, dass sie das an der Küste so fertig macht. Weiter so, ich melde mich später. Jo, bis dann, Schatz. Wir haben ein neues Auto, wir haben ein neues Auto, wir haben ein neues Auto. Das müssen wir gleich mal mit ein bisschen Burnout feiern. Burnout Paradise. Ich lenke in gar keine Richtung und trotzdem ein Burnout nochmal. Schlimm. Schon langsam wird mir schwindelig. Okay. Ausdrehen lassen. Und Vollgas. Das nennt man Beschleunigungskraft. So. Ja. Fahren wir doch erstmal Kopfgeld ein bisschen damit. Wie viel brauchen wir denn? Oh, geht eh. Nur 1000 bloß ungefähr. Ah, da sind wir schon in Stufe 3. Upsalare. Da habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Verfolgung aus Alarmstufe 3. Ja, ich weiß, das war jetzt ein bisschen blöd. Wee, wee, wee. Was haben wir denn alles? Unter Zeit entkommen. Was haben wir da sonst noch? Okay, Sachschaden, so wie es aussieht.
Deine Lücke fertig. Okay. Okay, ich knipse jetzt aus. Und 12 Polizeiwagen ausschalten, ich oder? Ich brauche mehr Einheiten für den Einsatz. Schickt alles sofort her. Ah, Kopfgeld, okay, okay, ist das. Charlie 23. Dünn, dünn, für euch das frei. Dürfen wir bekommen. Haha, ausgedrückt. Ach komm, jetzt hast du mir ausgedrückt. Ah, zu langsam. Ich kann ihn nicht überholen. Na, das war ein Pech. Aber sowas von. Ihr seid aber auch schon zahlreich hier. Habt ihr gerade eine kleine Golfpartie gemacht? Zentrale 1036. Kleinerer Unfall. Verdächtiger hat uns seitlich gerammt. Klein? Naja. Schließe mich der Verfolgung an. Ich kann immer noch nicht Code 4 werden. Bisschen schade. Und dann rauschen da rein. Ich habe vergessen zu speichern, das heißt, wenn wir jetzt geschnappt werden sollten irgendwann, dann müssen wir irgendwie aus dem Knast kommen. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen, kann es sein? Ja, ich hätte schon eh abbiegen sollen. Das war gerade jetzt eben da die Abbiegespur. Ja, dann fahren wir darüber rein, würde ich sagen. Aston Kutcher! Ich würde eher sagen, Charlie Sheen for the win. Schon wieder eine Straßensperre. Verdächtiger ist weiter flüchtig. Die Straßensperre hat nicht funktioniert. Greifen wir ihn ein. Tschüss. Haltet euch bereit. Er fährt immer noch. Bin hinter ihm. Solange ich nicht wieder auf dem Dach von irgendeinem. Oh, zu schnell. 10:42 zwischen Verdächtigen und einem LKW. Wir versuchen ihn einzukreisen. Bravo 3-3. Ich wollte die Maut bezahlen, aber ihr habt mich gedrängt. Wir nehmen erstmal ein bisschen Kopfgeld. Jetzt fällt ihm ein, durchs Stadion zu fahren. Fahrzeug nicht mehr. Stand by, melde mich wieder. Ja, ja, ich komm doch schon. Korrigiere, wir haben ihn, wir haben ihn. Verdächtiges Fahrzeug ist weiter flüchtig. Er hat uns irgendwie passiert. Das war nichts. Wir brauchen sofort noch eine Sperre. Versuche mich vor diesen Typen zu retten und ihn auszubremsen. Naja. Ah, wir haben schon. Habe Rauch im Wagen, ich fall aus! 12 Dinger, also 2 Meilensteine schon. Hey, machen Sie es nicht noch schlimmer! Als was? Na, auf alle Fälle. Dünn, dünn. Ich finde die Musik würde auch irgendwie gut zu 24 passen. Habe ich so leichtes Gefühl. Jetzt zwar nicht mehr, aber so vorher. Bitte um Lagebericht. Aber leider gibt es ja da keine neue Staffel mehr. Hab alle Hände voll zu tun. Stand by. Autsch. Zack, 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 zack. Du wirkst doch gleich Verstärkung. Der richtige Fahrzeug. Der Richtige hat sich seinen Weg durch die Straßensperre gebahnt.